Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Testvideo. Hier sieht man schon die Testtasse. Ihr könnt schon sehen, was es ist. Es ist die Müllermilch limitiert weiße Schoko Macadamia. Das ist Design. Sieht sehr gut aus. Also ich finde, dass das Design sehr gut aus ist. Aussieht, warte mal. Hier aufschrauben. Jetzt ist nicht das erste Mal, das Movie wird immer noch gesucht. Und ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass hier die Müllermilch eine Müllermilch Unboxing tut. So. Ja, riecht tut es nach Nuss und ein bisschen Schokolade. Ja, jetzt schütten wir mal hier rein. So, ist weiß. Ja, ist weiß. Jetzt trinke ich mal einen Schluck. Das Nuss schmeckt man. Ich weiß auch, wie weiße Schokolade schmeckt nach Vanille. Und den schmeckt man auch. Ja, jetzt trinke ich wie immer hier aus dem Glas. Ist limitiert. Jetzt habe ich schon eine Frage. Kommt das Mu, wie es hier ist, aus dem Deckel raus oder steht es in den Deckel drin? Das würde mich ein bisschen. Interessieren. Ja, einen kleinen Cut müssen wir jetzt machen. So, zurück. Ja, Entschuldigung. Also, ja, hier sieht man ja die weiße Schokolade. Eine Nuss. Ja, das war die weiße Schokolade Macadamia. Steht jetzt, das ist zu voll, aber egal. Haltbar bis am 28. 28.10.2013. Wir haben den 14., glaube ich, oder den 15., keine Ahnung, egal. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter. Abonnieren, kommentieren, wenn ihr wollt. Also wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss, bis dann und tschüss. Ciao. So.